In Budapest haben Demonstranten gegen den Besuch von Russlands Präsidenten Wladimir Putin protestiert. Aufgerufen hatte die Gruppe Momentum, die sich für eine westlich orientierte Politik und eine Orientierung an der Europäischen Union einsetzt. Ihr gehören vor allem junge Menschen an. Als Mahnung hängten sie in den Straßen Budapests Poster und Schilder auf, die an die kommunistische Zeit des Landes unter russischem Einfluss erinnern sollten. Putins Einfluss in Ungarn ist auch heute real. Es besteht die Gefahr, dass unser Ministerpräsident Orbán uns in die Arme Russlands treibt. Wir wollen eine Zukunft für Ungarn in Europa. Das wollen die Menschen hier auch seit mehr als 1000 Jahren. Putin war als Ehrenpräsident des Weltjudeverbands nach Budapest gekommen. Die Eröffnung, ein Spektakel mit magyarischen Reitern und Pfeilschützen, versäumte er aber, weil sich seine Ankunft um mehrere Stunden verzögert hatte. Putin und Orbán nutzten das Sportereignis für ein Arbeitsgespräch am Rande. Konkrete Ergebnisse des Treffens sind nicht bekannt. In den meisten EU-Mitgliedstaaten ist der russische Präsident Putin nicht besonders willkommen. Hier ist er bereits zum dritten Mal in 2,5 Jahren. Magyar Attila, Euronews, Budapest.